Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Overlord, wo wir immer noch den Rasenmäher springen müssen. So, wir probieren es jetzt nochmal aus. Der sich jetzt... Jetzt lässt er sich bewegen. Ah, das ist aber wieder hier... Eieieiei, fast geschafft. Komm. Nein, da sind welche stehen geblieben. Ich will meinen Rasen. Und zwar jetzt. Wollt ihr es etwa nicht versuchen? Ja, wenn das so einfach wäre, dann mach es doch selber, Mädchen. Mann. So, wir probieren es mal anders. Okay. Oh, ich habe da hinten eine vergessen. Und da ist auch noch eine. Ich will meinen Rasen. Und zwar jetzt. Wollt ihr es etwa nicht versuchen? So, probieren wir es nochmal. Irgendwie muss es doch möglich sein hier. So. Hoppala. Ah, komm. Oh, da hinten steht schon wieder eine Blume. Ich will meinen Rasen. Und zwar jetzt. Wollt ihr es etwa nicht versuchen? Ne, ich probiere das jetzt mal von hier aus. Vielleicht sehen wir hier so mehr. So. Und runter. Der wackelt da drauf. Der wackelt da drauf auch extrem. So. Nein, jetzt habe ich... Na! Der will schon wieder nicht. Ah, das schaffen wir nicht mehr. Oder? Ich will meinen Rasen. Und zwar jetzt. Wollt ihr es etwa nicht versuchen? Wenn das so einfach wäre, Mädchen, doch, dann kannst du es doch selber machen. So, jetzt. Hier einmal jetzt runter. So viel Platz habe ich gar nicht auf der Maus. Also auf dem Mauspad. Oh, da hinten steht auch noch einer. Die werde ich aber nicht mehr schaffen. Ich will meinen Rasen. Und zwar jetzt. Wollt ihr es etwa nicht versuchen? Wir hatten es doch fast. Wir hatten es doch fast. So. Hier jetzt einmal runter. Habe ich alle? Na komm. Ausgezeichnet. Jawohl. Wirklich gut. Er hat den grünen Daumen, Anna. Könnte sein. Wollen wir mal sehen, was dieses dunkle Geschöpf woanders leistet. Im Salon. Im Salon? Oh. So, dich nehmen wir mit. Du bist ja unsere Putzhilfe hier. So, kurz mal zwischenwarten. Warte mal, bevor ihr jetzt hier weiter zum Salon gehen wollt. Wir machen ja erstmal alles ein bisschen kaputt. Mana. So. Halt. Wo wollt ihr denn hin? So, prügeln wir sie einfach weg. Ja.
Okay, belebt ihn mal schnell wieder. Ah, soweit so gut. Dann alle vom festen Zustand hier mal wegmachen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, welche Schafe brennen. Wie zum Beispiel die da hinten. Okay. So. Okay. Alle zurück. Irgendwo hängt schon wieder irgendwelche fest. Und du lass meine Schergen in Ruhe hier. Ist ja schlimm. Was haben wir hier? Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Und was haben wir da drüben? Eine schöne Schatztruhe. Oh, Gold können wir ja immer gut gebrauchen. Wir hatten ja erst ordentlich Gold ausgegeben. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Gussform für einen neuen Helm. Oh, einen neuen Helm? Das hört sich doch ganz gut an. So, hier. Auch nochmal alles rausnehmen. Ich hoffe, ihr kommt jetzt mit der Gussform da hinten jetzt durch. Dann kann ich hier nämlich nochmal kurz alles angreifen lassen. Und mir auch alles herholen lassen. Das ist ja gut, dass wir uns hier ein bisschen umgucken. Aber neuer Helm bedeutet eigentlich auch, dass wir mehr Schergenenergie brauchen. Ah, werden wir sehen. Was haben wir denn da hinten? Achso, das ist der Picknickplatz. Ihr könnt jetzt den Helm des Lebensquells schmieden, Meister. Mit diesem Helm auf eurem Haupt könnt ihr mehr Lebenskraft sammeln. Okay. Hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Wahrscheinlich so ein Farmhelm. Um halt mehr Seelen zu sammeln. Und was wird denn jetzt angeschlossen? Ah, wieder an eine Putzmaschine. So, hier machen wir dann auch nochmal alles leer. Ja, alles für euch. So, ist nun Kreisverkehr hier. So, alle mal wieder mitkommen hier. Braucht hier noch jemand Waffen oder so? Na, einer braucht noch ein Rüstungsteil. So, warum kriege ich hier Mana for free? Wie könnten wir es uns an einem solchen Ort gemütlich machen und stecken? Die Schnecken vermehren sich und locken Ratten an. Ich versuche sie mit meinen Stricknadeln zu pieksen, aber sie gehen nicht weg. Sie könnten einem beinahe leid tun. Die Ratten und die Schnecken, meine ich, ihr tut ihnen einen Gefallen, wenn ihr sie tötet. Ratten! So, stellen wir erstmal alle hier hin. Erledigt sie! Los! Okay. Die hat mir zugeblinzelt. Es kommen hier immer mehr Ratten. Haltet sie auf, bevor sie an den Möbeln herumnagen. Unser schöner Boden. 7 Stück Bäume. Holt mal den Putzimat her. Haltet sie auf, bevor sie an den Möbeln herumnagen. Aber ja, schon dabei. Mal hier bestimmt jetzt sauber machen. Hat mir zugeblinzelt. Na komm, nun lass dich richtig bewegen. Ratten! So. Die hat mir zugeblinzelt. Machen wir mal kurz so. Wie ich
sehe, habt ihr den Dreh raus. Aber ohne ein Geschenk lassen wir euch nicht zu uns hochkommen. Ja, ja. Etwas Schönes, das gut riecht. Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Augäpfel in meinem Zimmer, Herr. Oder soll ich Grobo im Misthaufen wühlen lassen? Ja, lass ihn mal im Misthaufen wühlen. Ich glaube, das würde passen. So, dann gehen wir mal hier rein. Irgendwo fehlt mir noch einer. Ah, jetzt müsste es klappen. Diese Frauen sind furchterregend. Ja, aber nicht meine Frau. Könnten eure Schergen sie nicht einfach wegtragen? Ganz weit weg? Und da werft die Frauen und bringt sie an die Erdoberfläche zurück. Geht nicht in ihre Nähe. Sie beherrschen Tricks. Was für Tricks denn? Reizend. Dieses Dingsbums und Tier wird sich freuen, wenn es sieht, was wir aus seiner Unterwelt gemacht haben. Ich gehe nicht wieder zurück und wasche seine Socken. Ach, kommt. Wir schieben euch doch alle wieder zurück. So, kommt mal alle wieder her, weil das klappt hier gerade nicht so. Ihr verursacht Unordnung. So. Gehen wir hier erstmal einmal durch. Na, hörst du jetzt mal auf? Oh. Wo kommt ihr denn her? Ihr kriegt natürlich auch einen ab. Kein Thema. So. Gehen wir erstmal weiter. Falls hier noch mehr Frauen sind. Weil wenn wir jetzt alle Frauen jetzt hier bewusstlos hauen, müssen wir sie ja auch alle tragen. Und ich will ja erstmal wissen, wohin wir sie tragen müssten. Ah. Okay, das ist natürlich sehr gut. Heißt, wir machen hier auch alles kaputt. Hier zwei ran. Die nächsten zwei. Und da kommen jetzt auch schon wieder ein paar ungehobelte Gäste. So. Und da hinten sind auch noch ganz viele Frauen. Bringt sie alle. So, da haben wir noch eine. Na los, alle mit der Oberfläche mit ihm. Sie sind wirklich wütend. Hätte ich doch nie einen Succubus gesehen. Na, es klappt doch gerade. So, hier nochmal schön alles kaputt machen. Da hinten sind noch mehr Frauen, aber wir gehen erstmal nach hier. Ich haue euch windelweich! Ja, das will ich sehen, dass du uns alle windelweich haust hier. Na kommt hier, immer weiter die Frauen nehmen. So. Wenn alle wieder an die Oberfläche getragen. Bing, 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 bing. So, die haben wir jetzt alle. Fehlt hier sonst noch jemand? Na, hier haben wir noch ein bisschen was zu zerstören. Ah, nehmt euch die Besen ruhig mit. Ihr seid jetzt die Putztruppe. Wir sind jetzt sogar schon bei 300% Waffenkraft. Was habt ihr angestellt? Angestellt noch gar nicht so weit. Ihr habt eher was angestellt. So. Passt doch schon viel besser.
Okay. Da zwei, da zwei, da zwei. Ja. Da muss noch einer ran. Hier nochmal zwei. Hier nochmal zwei. Und hier die letzten zwei. Dann machen wir hier nochmal mit den restlichen alles kaputt. Das war's, Herr. Ihr habt sie im Namen aller Männer unterworfen. Bald werden sie ihre bösen Gedanken vergessen und sich wieder etwas Hübsches, Knappes anziehen. Achso, okay. Ich komme, Herrin. Der Tee ist fertig. Natürlich vergesse ich die Kekse nicht. Oh, Mist. Hat das jemand gehört? So. Erstmal wieder alle mitnehmen. Na, hier. Die sollen ja hier nicht rumliegen. Dann da drüben nochmal alles kaputt machen. Bing, bing. So. Alle wieder da? Ach, einer hat schon wieder Probleme mit einer Wand. So, dann wollen wir jetzt erstmal gucken. Wir haben jetzt noch 8 Brune. Dann schicke ich mal kurz 2 Grüne weg. Nimm mir mal 3 Blaue. Dann sind wir schon bei Max. Gut, haben wir eigentlich ein paar wenig Braune, aber na gut. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt nicht von der Kampfkraft so schlimm ist. Wir müssen halt unbedingt versuchen, die nächsten zu holen. Aber jetzt machen wir hier erstmal schön sauber. So wie es auch sein soll. Und hier werden wir jetzt gleich mal ein bisschen aggressiver vorgehen. Na, kommt. Kommt. Und jetzt schön gegengehen, meine Schergen. Gegen so eine Übermacht habt ihr keine Chance. Oh, das ist sogar ein neues Skelettchen. Oh, da war noch einer. So. Kommt mal wieder zurück. Ach halt, hier muss ich ja erstmal gucken. Okay, hier fehlt ein Stab. Dann werden wir uns gleich holen. Und es ist nett, dass wir hier so schön viel Mana bekommen. So, da können wir auch nochmal hier ein bisschen was kaputt machen. Also noch einen Schatz gemacht. Ah, Kammer ist übertrieben. Kleines Trüchchen. So lustig aus mit dem Besen bei den Braunen. Aber gut. So, dann wollen wir mal hier weitermachen. Du hast keine Chance, dafür brauchen wir noch nicht mal aufpumpen. Das ist der Unterweltstein, Herr. Nehmt ihn schnell an euch, bevor diese Kreatur zurückkommt, von der die Frauen sprachen. Was eine Kreatur? Okay. Da müssen wir wohl mal gegengehen mit der gesamten Truppe. So. Und natürlich hier auch nochmal selber ein bisschen draufhauen.
So. Von wegen Kreatur hier. So. Na, kriegt ihr hier noch alle wieder aufgelebt? Oder habe ich jetzt alle verloren, größtenteilig? Ein paar konnte ich wiederbeleben. Aber wow, eine merkwürdige Kreatur. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann holen wir ihn mal. Den Rest der Kreaturen müssen wir für uns behalten. Ich frage mich, wofür der Hebel ist, wenn wir hier sowieso jetzt durchkommen. Na gut. So, machen wir hier auch nochmal alles kaputt. Wo geht's hier hin? Ach, hier kann man raus. Okay, und wo wollt ihr jetzt das Ding hinbringen? Ach, und dafür braucht... Ah, okay, ich verstehe. So, müssen wir mal kurz gucken. Einen roten haben wir verloren. Vier grüne. Einen blauen. Na, den lassen wir mal. Und füllen jetzt einfach mal mit braun auf. So. Gut, dann brauchen wir jetzt 12 Stück, um das Ding hier hinten zu drehen. Damit denn was passiert? Das Ding wird runtergedreht. Und da wird die Stufe rausgesetzt. So, ihr lauft mal noch nicht vor. Lasst mich mal vor hier. Bin sowieso ein bisschen besser. So. Machen jetzt auch uns selbst mal ein bisschen die Füße ein bisschen schmutzig hier. Indem wir die Gegner einfach mal ein bisschen treten, denn. Okay, hier ist nochmal ein bisschen Gold. Das nehmen wir uns natürlich gerne mit. Ist doch schon mal nicht schlecht. Und da haben wir nämlich noch ein paar andere. Die natürlich auch gleich ihr blaues Wunder erleben können. Na gut, dann angreifen. So. Und selbst auch nochmal raufkloppen hier. Und immer schön wiederbeleben, ne? Ihr kennt das Spielchen. Gut. Jetzt lassen die zwar da hinten das auch wieder los, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Gehen jetzt hier nochmal rein. Weil da sieht es nämlich auch nochmal aus, als hätten wir da irgendwas Schönes zu finden. Und Gold auf jeden Fall. Und sogar gar nicht mal so schlecht Mana. So, hier auch nochmal rein. Ja, immer schön alles mitnehmen, ne? Und dann das Ding hier wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Na los, holt es runter. Ja, es sind sogar 6 geworden. Und hier kommen wir jetzt rüber. Wunderbar, dann haben wir es ja jetzt gleich geschafft. Außer hier wollen jetzt noch irgendwelche... Fürst Ferdinand und seine Freunde versuchen, den Unterweltstein zu zerstören und die Kontrolle über die Unterwelt zu übernehmen. Nö, 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 nö. Ja, der Unterweltstein kommt gerade überhaupt nicht hinterher. Okay. Ja, ihr sollt da an den Unterweltstein.
Und ihr macht mal den da kaputt. So. Das hier auch kaputt machen. Und ich weiß, ich habe noch den Schergenschaden mit drin, aber hier oben geht jetzt hier gerade richtig die Post ab. Na, kommt. Ich will hier trotzdem Schergen, ne? Na, kommt schon. Gleich geschafft. So, nicht ranlassen. Wir wollen den Stein haben. Das soll unsere Unterwelt sein. Und das ist sie jetzt. Ihr seid Herr über die Unterwelt von Himmelsspitze, Herr. Jetzt zu diesen Frauen und zu knapper Kleidung. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder in unseren Turm. Weil ich würde schon gerne wissen, was wir jetzt da für ein schönes Muster noch haben. Machen wir heute zwar ein bisschen länger, aber das ist nicht so schlimm. Das passt schon. Seid gegrüßt! Weil ich möchte mir auch das Schmiedemuster gerne mal angucken. Für den Helm. Ah, jetzt hängt hier sogar ein zweites. Gut, da gucken wir mal. Einzigartige Gegenstände, Helm des Lebensquell. Mit diesem Helm könnt ihr besonders effizient Lebenskraft sammeln. Kostenpunkt 300 grüne, 300 braune, 50 rote und 50 blaue. Ja, das wird ja wohl... Oh, 4500 Gold. Gut, dafür sind wir ein bisschen zu arm. Aber ist nicht so schlimm. Heißt, ich werde... Mach auf! Es gibt Arbeit für dich! Ich werde auf jeden Fall dann halt mal den... Schwinger des Paladin... Jetzt ist aber mal gut hier. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen in die Arena gehen. Mit dem Gold, naja, das müssen wir uns dann in der nächsten Folge beschaffen. Erfreue der Damen! Ja, ist ja gut, jetzt halt aber mal einen Schnut. So, und wir machen jetzt hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.